ab 1902, 1904 ist die Urkunde, wurde dieses Haus ausgewählt für Kurgäste. Und die Kurgäste, die waren blutarm, weil wir sehr starkes eishaltiges Wasser haben. Und wir haben ja die Wälder. Und die brauchten für die Erholung, brauchten die frische Luft draußen. Jetzt sollten die Schlitten fahren. Und man hat ihnen das empfohlen, das war also das Allergikerzentrum Bochum, damals schon. Und die sollten Schlitten fahren. Jetzt war aber der Berg, den man ja hier ist, das war ja für die ein Berg. Und die sind ja, runterfahren war nicht so schlimm, aber raus, die kann man nicht mehr rauf. Und da ja vorher schon das Mühlehäuschen umgebaut worden ist und keine Mühle mehr drin war, sondern nur noch das Räderwerk, dann hat der jüngste Bruder von der Großmutter, der war Mechaniker, der hat schon vorher das Mühlehäuschen umgebaut, hat gesagt, ist ja kein Problem, wir machen einfach einen Winkeltrieb und einen Horizontallift, also einen Horizontalantrieb, und dann ziehen wir mit dem Seilschirm einfach die Gäste auf und dann können sie schön runterfahren. Und das war eigentlich die Grundidee und hat auch funktioniert. Und dann kamen die Gäste, die auch schon früher schon da waren. Und dann haben die gesagt, das ist eine tolle Sache, Gründerzeit typisch, das lasse ich mir patentieren. Und dann haben die das in den Weg geleitet, das war ein Ingenieur aus Karlsruhe. Und der hat gesagt, der hat die Ausarbeitung dann gemacht und dann haben wir das patentieren lassen und wurde auch direkt angenommen. Da waren aber zufällig waren Gäste hier, die damals schon 25 Jahre, 1905, und die Tochter, die hat ein Kunstgewerbegeschäft und die Tochter, die war sehr sprachbegabt und die hat an dem Kunstgewerbegeschäft kein Interesse. Und die waren mit ihren Eltern zum 25-jährigen Jubiläum hier. Und dann haben die, und die fand es dann toll, und die hat dann die Überlegung, die war an der Dependance, in der Berliner Dependance vom Patentamt, war die Angestellte, Übersetzerin, und die hat dann die Übersetzung gemacht für Norwegen, Schweden. Und Frankreich, Schweiz und Österreich war ja Deutsch, da braucht man keine Übersetzung. Und der Kleier, der hat es eingereicht und so gab sich, dass es nicht nur die deutsche Patente gibt, sondern auch die fünf Auslandspatente.